Herzlich willkommen, hier ist Lisa Paul mit dem Thema LibreOffice Calc, Datum und Zeit eingeben. Wählen Sie die Zelle aus und tippen Sie das Datum oder die Uhrzeit ein. Je nach gewähltem Gebietsschema wird ein Datum erkannt, wenn es dem betreffenden Schema entspricht. Für das deutsche Gebietsschema gilt zum Beispiel das Datumsformat Tag.Monat.Jahr. So zum Beispiel 23.04.2014. Zeitangaben sollten mit einem Doppelpunkt getrennt werden, also in etwa 10.23 Uhr und 45 Sekunden. Verkürzte Datumseingaben werden automatisch um das Jahr ergänzt. So zum Beispiel 23.04. eingeben, Enter und das Jahr wird hinzugefügt. Automatische Änderungen rückgängig machen. Automatische Zahlen- und Formaterkennung bzw. Ergänzung, Ersetzung ist in vielen Fällen hilfreich, aber manchmal auch störend. Um eine erfolgte automatische Änderung rückgängig zu machen, verwenden Sie die Tastenkombination STRG Z oder die Schaltfläche rückgängig in der Symbolleiste Standard. So zum Beispiel 23.04. Enter, dann STRG Z, um das rückgängig zu machen, oder eben auf der Symbolleiste Standard die Schaltfläche rückgängig anklicken. Autokorrekturänderung. Automatische Tippfehlerkorrekturen, Ersetzung von Anführungszeichen oder Großbuchstaben am Satzanfang werden unter Extras Autokorrekturoption eingestellt. Sehen Sie unter den einzelnen Registerkarten nach, welche Ersetzungen Sie alle steuern können. Autoeingabe. Wenn Sie etwas in eine Zelle tippen, schlägt Calc Ihnen automatisch passende Wortergänzungen entsprechend den bereits existierenden Eingaben in derselben Spalte vor. Dieses Verhalten können Sie unter Extras, Zellinhalte, Autoeingabe ab- oder anschalten, Haken entfernen oder setzen. Automatische Datumskonvertierung. Calc konvertiert bestimmte Eingaben automatisch zu Datumsangaben. Wie bereits beschrieben, um die Datumserkennung zu umgehen und solche Daten als Text zu interpretieren, stellen Sie ihnen einen Apostroph voran. So zum Beispiel Apostroph 23.04.2014. Das war Josef Paul von Home Screencast. Ciao und viel Glück!